Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr schmelzt nicht weg bei der Hitze. Es ist so warm, dass ich einfach so blöd war und irgendwie den Desktop-Sound viel zu leise gemacht habe und das ganze Video nochmal aufnehmen muss. Aber gar kein Problem, für euch ja gerne. Also, wie versprochen, kommt jetzt hier Teil 2 von GNU und Rezo. Schlimmer als GNTM, also quasi das Pendant zu Jeremy's Topmodel. Und ja, ich habe auch so ein bisschen hier umgebaut im Setting. Ich hoffe, euch gefällt das. Falls es ein bisschen Rauschen im Hintergrund gibt, kann das sein, weil mein PC bei der Hitze am Arbeiten ist, wie Hölle. Und ja, will gar nicht weiter reden. Lasst uns direkt mal reinschauen. Let's go. Willkommen zu Teil 2 unserer Serie Noch schlimmer als Jeremy's Next Topmodel, Ey, ich Rezo. bin schon so getriggert. Ich bin. Boah. Ich auch jetzt schon, Leute, ohne Witz. Weil wir nehmen diesen Teil 2 jetzt unmittelbar nach der Aufnahme von Teil 1 auf. Und ich bin schon von Teil 1 so sehr getriggert. Das heißt, Same, same auf jeden Fall. Ich freue mich. Den ersten Teil findet ihr unten in der Beschreibung und Rezos unfassbar gutes Video zu Jeremy's Next Topmodel natürlich. Ja, meinen ersten Teil gibt es auch hier. Den markiere ich euch hier oben gleich mal. Falls ihr noch nicht gesehen habt, Part 1, die Reaction, Part 2, schaut aber auf jeden Fall auch bei Rezo und Gnu vorbei. Die beiden sind echt unglaublich coole YouTuber und vor allem auch gerade bei Rezo natürlich recherchenmäßig mega cool. Aber schauen wir jetzt erstmal weiter. Auch falls ich irgendwie manchmal lache, das ist eher ein, ich lache oft in Situationen, wenn ich Kennt man. entsetzt bin oder es nicht Aus glauben kann. Verzweiflung Also das halt ist lachen, nicht, ne? dass ich mich über die Situation lustig mache oder dass ihr da Ja. Bescheid wisst. Ich bin dann eher immer so, es ist meine Schutzhaltung zu vielen unangenehmen Situationen. Wir haben in der letzten Folge Themen wie Bodyshaming behandelt, schlechtes Schauspielern, unfassbar respektlos gegenüber Kandidaten sein. Jetzt kommen wir zu einem Part, in dem es wirklich, wirklich krass Respektlos gegenüber von Kandidaten, kennt man vielleicht von GNTM? wird, wo sich auch Models verletzen. Das kennen wir schon aus Jeremy's Next Topmodel, aber die Challenges hier sind noch Safe. Ticken krasser. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein und fangen mit den ersten unnötigen, viel zu gefährlichen, dummen Challenges an, die auch überhaupt nichts mit Können zu tun Okay, let's go, people. haben. Ich bin gespannt. Ich It auch. was definitely slippery. My heels were filled with water the whole time, so it was as if someone put like 5 pound weights on each of my shoes. Ich habe noch nie einen Runway gesehen. Vor allem, wieso läufst du den nackten Männern da entgegen? Ist das dein Ziel? Vor allem kein Runway mit Wasser. Es wird keine Fashion Show. Niemals wird es sowas geben. Vor allem allein schon, weil du keine Lust hast, dass deine Models sich verletzen. Weder als Designer noch als Veranstalter. Aber ich meine, als TV-Produktionssendung ist es natürlich anders. Die haben da andere Prioritäten. Krall's gar nicht. Also, das heißt, der Runway geht durchs Wasser. Genau, was ja eigentlich schon sehr schwer ist und der Boden wackelt und es hat ja nichts Und mit Können zu sinnlos? tun, weil du Nein. wahrscheinlich Nee. auf keiner Fashion Show sowas machen musst. Nee. Das könnte die Tyra Banks ja auch nicht. Nee. Eben. Oder auch eine Heidi. Wetten, die konnten das selber nicht. Die würden sich so auf die Nase legen. Das gab es übrigens schon, ich glaube, 2020 in der Staffel. Doch, 2020 war es, glaube ich, auch mit so einem Wasserwalk. Auch damals mit Stella Maxwell, glaube ich, noch als Juror. Und ja, naja. Die sieht aus wie Heidi so ein bisschen. Oder, Leute? Halt auch einfach so bescheuert. Ja, ich meine, die Voll. bauen das extra so und dann müssen die noch aneinander vorbeigehen. Also das ist ja einfach nur dafür da, Um dass zu sie lachen. reinfallen Ja, sollen. und Wo ist die Rettungsgasse, Leute? um damit Leute was zu lachen haben. Und auch das Oh, nächste, da ist das frage ich mich echt, traurig. ob die sich auch die Füße eingecremt haben. Ja, auch kurzer Side-Fact zu diesem Thema mit GNTM. Da gab es jetzt auch die Gerichtsverhandlung jetzt zwischen GNTM und Liliana und kurzer Spoiler, GNTM hat Liliana am Ende nicht verklagen können. Darauf komme ich gleich auch nochmal, warum. Liliana darf gewisse Sachen nicht mehr sagen. Müsst ihr mal im Internet schauen, da gibt es einen Artikel dazu. Was sie aber weiterhin sagen darf, ist auf jeden Fall, dass halt viele Sachen gestellt sind, dass sie in den Charakter gesteckt wurde oder in eine Rolle. Was sie nicht mehr sagen darf, ist, dass ihr die Füße eingeölt wurden. Hat GMTM sich so ein bisschen rausgeredet, es wäre nur Bräunungscreme gewesen. Ich weiß nicht, ob das nicht auch eigentlich schon dumm genug wäre, weil auch das rutschig werden kann. Naja, egal, dazu nochmal später. Boah, ey, allein dieser Sturz, ne? Das muss so gefährlich für die Füße. When I first fell, I was horrified, but the competitiveness was just rushing through me like, oh my god, you idiot. Get up, pull yourself together, suck it up. I think I should have just taken a breath and relaxed a little bit up there. Instead, I was like, oh my god, make it fierce, do something distracting. So I think I did that in my face. So ein Schwachsinn, ne?
Sind wir hier bei Ninja Warrior oder so? Stell dir vor, du kriegst so einen Gong da ab. Das ist doch. Boah. Das hat doch nichts mit Modeln zu tun, Leute, ganz ehrlich, komm. Also, wem wollt ihr das erzählen? Da wäre ich auch sauer. Ich weiß nicht, oh, ich habe ja schon sehr viel Hohlschuhe. Ich meine, warum bauen die das denn alles? Das, die haben praktisch so ein Parcours. Ich meine, das ist wie bei so Ninja Warrior. Ja, ist so. Also das hat doch nichts mit Modeln zu tun, Leute. Oh mein Gott. Die bauen da sowas auf, wo du so extrem runterfallen kannst die ganze Zeit. Und dann wundern die sich, dass die Models runterfallen. Oh, Wunder. She fell twice. I was like, oh my gosh. Das muss mir getan haben. A new model cannot fall or stumble in shoes like these. Ich habe doch kein Model auf dem Laufsteg mit so hohen Schuhen gesehen. Gnu, doch, ich glaube schon. Also doch schon in der Höhe, aber dann wenigstens der passenden Größe. Ne? Also wenigstens das. Aber das ist ja da auch nicht gegeben, bei GNTM auch nicht. Wäre ja auch zu langweilig, wenn. Ja. Ja, ich. Genie catching flies. So everybody go to the back. We're gonna get those shoes on you. Es wird jetzt gleich grafisch, möchte ich hier nochmal anmerken. Es wird gleich richtig eklig. Bist du bereit? Mhm. Oh mein Gott. Carrie? Also, das kann halt auch einfach nicht gesund sein, ne? Whenever you're ready. Und die hat schon richtig Angst, die Arme. Ja, klar. Oh. Weiß ich nicht. Ey, das ist einfach nur, Leute. Es ist einfach ultra gefährlich, vor allem wenn du dir die Bänder zerrst oder reißt, das kann halt auch langfristige Folgen haben und das ist überhaupt nicht unbedenklich, da kann so viel passieren, du kannst dir die Bänder so kaputt machen, dass du dein Leben lang Probleme hast, geht gar nicht, sorry. Ah. Ah! Die guckt halt selber schon so, ne? Oh, oh! Slow down. Aua. Schrecklich, einfach so schrecklich. Voll. Oh Gott, das ist so fürchterlich. Das tut schon beim Zuschauen weh, Leute, ohne Witz. Oh, wait, wait, just wait. Gather yourself before you step up those stairs. Make sure your ankles are straight. Okay, now you can exit. Oh, guck mal, sie sagt sogar schon, dass ich es nicht mehr ertragen kann. Ah, das ist so eklig, ich ertrage das nicht. Nee, das tut beim Zuschauen weh. There you go. Was ein Schwachsinn, ne? Keep her. So, und jetzt kommen wir nämlich zu... Oh, jetzt Backstage, jetzt wird's spannend. Gab's von GNTM nicht auch so heimlich gefilmte Backstage-Aufnahmen von irgendwelchen Models? Wo man im Hintergrund irgendwie sah, dass die Füße eingeölt wurden. Aber da haben ja auch die Leute diskutiert, ob es jetzt wirklich so war. Aber ja, gucken wir weiter. So einer, die hat sich richtig verletzt, richtig, richtig schlimm. Und wir werden auch gleich sehen, wie das passiert ist. Aber immerhin wird das hier gefilmt. Das wundert mich ja, dass sie das mit reinnehmen. Bin mir aber nicht sicher, weil das wirkt eher, als hätte eines der Model gefilmt. Ach krass, also da wird sogar ausgestrahlt, okay. Filmt. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der Show drin ist. Aber wahrscheinlich schon. Ja. Both my feet were just broad and they were pulsating. Krass. Okay, doctor's gonna be here. I was just like, I don't know. Da waren noch die Ärzte sofort da und nicht erst 7 Tage später, wie bei GNTM, was ja da ein Model berichtet hatte. Also, okay, aber besser macht's das trotzdem nicht. I'm gonna be able to do this. Guck mal, wie die umgeknickt ist. I tried to put my own little runway walk into it and it was bad. Careful. Guck mal. Oh. Ah, ah, oh ah, Gott, oh ah, Gott, oh mein Gott. Also, ich weiß nicht, seid ihr schon mal auch an die Mädels draußen schon mal so umgeknickt? Ich weiß, es tut doch bestimmt Hölle weh, oder? Also. Puh. Gott. I feel my pinky toe when I came from pretty young twisted. But you can't feel any displacement or anything, you probably just strained. Ja, die Arme. Der nächste dumme One. I'm standing there with the conveyor belt. Looked kind of fast. Warte, die laufen auf dem Laufband. Ey, das kannst du im Fitnessstudio machen, aber noch nicht auf dem Catwalk. Also, das sind Sachen, die wird es halt echt so niemals geben. Das ist nur bei so Shows. Wer kommt denn auf so eine Idee? Ich würde gerne mal eine Heidi oder eine Tyra Banks sehen, wie die auf so einem Laufband läuft. But I don't know. So, I take my first step. Auf dem Laufband. Like Gumby. Natürlich. Alter,
Warum machen die solche Laufstege? Die schmeißen. Weiß ich nicht. Immer irgendwas rein, damit es schwierig ist, damit die sich aufs Maul legen. Das hat ja auch nichts damit zu tun, ob du laufen kannst oder nicht. Ich würde. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich würde gerne mal, dass Tyra Banks das mal vormacht. Mhm. Macht sie ja natürlich auch nie. Es hält. Jetzt kommt eine Teilnehmerin. Das, finde ich, ist für mich so das Allerkrasseste, was ich jetzt so mitbekommen habe aus dieser Show. Es gab noch super viele Assi-Szenen. Jetzt gab es aber eine. Ich glaube, es war. Oh, genau. Und jetzt kommt, wir brauchen Drama. Und genau darum geht's. Um nichts anderes bei den ganzen Shows. Was anderes interessiert da auch nicht. Egal, was in Kauf genommen wird. Egal, wie die Gesundheit in Kauf genommen wird von den Mädels. Aber es ist, ja, die Leute schauen es ja, ne? Waren weniger Kandidatinnen, die sich getraut hat, aber auch eine, die sich getraut hat, die erzählt hat, dass sie auch nach Jeremy's Next Topmodel-Therapie war, auch davor in Therapie, die ein traumatisches Erlebnis quasi hatte, sie dazu drängen wollten, dass sie darüber unbedingt spricht. Sie gesagt hat, nein, sie macht es nicht, sonst bricht sie die Show ab. Und gegen später wird es noch krasser, aber let's see. All the girls and boys had to sign contracts that said that if they... Interessant, jetzt geht's um die Verträge, da sage ich gleich auch nochmal was zu. They said anything about production publicly or to each other, they can get sued for millions of dollars. What the girls don't know, and of course we're signing it, like why would we talk about production? But the girls also don't know that those contracts are voided. So, when genau, darauf wollte ich hinaus. Also, wäre auch mal interessant, wenn der Christian Solmecke dazu vielleicht mal ein juristisches Video macht. Wäre auch mal interessant, das auf juristische Weise genau beleuchtet zu bekommen. Der Vertrag von Liliana war ebenfalls, weiß nicht, wie es in den USA aussieht, aber ungültig und sittenwidrig. Und deswegen konnte Liliana auch nicht zu einer Geldstrafe verurteilt werden und war an dieser Stelle raus. Also das heißt, die ganzen Medienverträge, jedenfalls hier in Deutschland, sind de facto so nicht gültig. Da es halt unethisch war und einfach sittenwidrig. Du kannst halt keinem den Mund verbieten. In diesem Maße und Geldstrafen in Höhe von mehreren tausend Euro oder in Amerika sogar Millionen aufzuerlegen. Das geht auf jeden Fall nicht. Genau, dazu, das stand auch mal was im Artikel, müsst ihr mal nachschauen, zu dem Artikel über Liliana und das Gerichtsverfahren mit GNTM und ProSieben. And the recording of these programs are done unethically. Also was sie gesagt hat, ist, dass alle eben diese Verschwiegenheitserklärung unterschreiben mussten, dass man nichts über die Produktion öffentlich sagt. Und wenn man es tut, dass man dann über Millionen von Dollar verklagt werden kann. Aber sie sagt halt, es ist rechtlich nochmal was anderes, wenn es sozusagen unethisch ist, was da passiert, weil dann... An der Stelle, Herr Solmecke, vielleicht ein Video? Sozusagen wäre das rechtlich was anderes. Kenne ich mich jetzt juristisch im US-System nicht aus, aber kann ja sein. Würde mich interessieren, ob in dem Vertrag von Jeremy's Next Topmodel das Gleiche drin steht. Ja, stand es. Halt nur nicht mit Millionen, sondern mit 30.000 oder so. Keine Ahnung. Will understand how disgusting the industry is and how far they will go to ruin your life. Let's start with trauma. If anyone has gone through trauma, you know that it is very familiar once you're in it, and it's very easy to go back because it's familiar. That being said, I don't think that anyone is in a league like Tyra. She is the queen of a... Kennen wir ja von... Ja, Heidi Klum, genau das Gleiche. Jeremy's Next Topmodel. Ja. Nur, dass ich glaube, dass Tyra noch ein bisschen mehr ausrastet. Ich fand es auch echt interessant, weil ich muss sagen, ich dachte auch über Jeremy's Next Topmodel, dass die voll dicke mit Heidi sind und alle cool, dass sie aber im Endeffekt danach einfach abrutzelt und überhaupt keinen Kontakt zu denen hat. Ja. Ja klar, doch, aber das, also das wundert mich überhaupt nicht, weil Heidi ist ja, GNTM ist ja auch, wie bei Tyra Banks wahrscheinlich, auch so eine Selbstpromo-Sendung und die Mädels interessiert die nicht wirklich. Denen geht es halt nur um die Selbstdarstellung und um viel Zuschauer und Unterhaltung und so weiter und so fort. Tatsächlich auch nicht. Das kam tatsächlich auch anders rüber. Das ist bei Tyra Banks aber ähnlich. Ja, das wollen die auch ganz bewusst anders darstellen. Ja. Also ist ja völlig klar. Queen. I feel blessed to even be here to tell you the story after 10 years of therapy. Producer from Top. Das ist halt auch wie bei GNTM richtig schrecklich, dass Leute sogar danach in Therapie müssen. Ich weiß nicht, ob man sich beschweren darf, jetzt wo auch die ganzen Sachen veröffentlicht wurden und viel ausgepackt wurde, auch von Liliana und anderen Mädels, auch USA und so weiter, ob man sich dann, wenn man jetzt immer noch mitmacht, ob man sich dann unbedingt beschweren kann. Aber man sollte sich wirklich überlegen, ob man sowas mitmacht, weil wenn man da sogar psychische Störungen und Langzeitfolgen davon trägt, ob man das will, muss man sich echt sehr, sehr gut überlegen. Ich würde es nicht machen. Moment, so.
model calls me and... Also hat sie es ja quasi schon gesagt, dass sie auch 10 Jahre Therapie schon hatte. Ja. Und jetzt wird's gleich richtig eklig. Says, hey Lisa, the segment for your private interview and your guys' episode for Cycle 5 Reunion is coming and I wanted to talk to you about your interview. And I said, okay. And they said, we really want you to talk about your childhood trauma. We think it's very important for you to pay it forward so that other people can learn from you. And I was like, no, I already said that I'm not going to talk about my childhood trauma on the show. And it's really offensive now that you guys keep asking me because I'm dealing with that right now. I have not had any therapy and Top Model it airing has made my life so much worse. So no. Ja, und jetzt ist wieder so dieses Thema, was wir auch von Jeremy's Next Top Model kennen, dass man manipulativ, weil sie möchte ja nicht über ihre Kindheitstrauma sprechen. Das hat sie auch damals schon in der Produktion gesagt. Und das ist wieder so ein typisches Ding, was wir auch bei Jeremy's Next Top Model rausbekommen haben. Ja, also wie ekelhaft, dass die Leute einfach gezwungen werden, private Sachen mit reinzunehmen und vor allem auch schlimme Erlebnisse, so traumatische Erlebnisse. Ne? Also das ist einfach das Letzte, das geht gar nicht. Es wird einfach komplett, du wirst komplett ausgeschlachtet. Und dieses manipulativ von hinten herum trotzdem das bekommen, was man will. Ja. Und jetzt kommt es in ganz abartigen Zügen, wie es, glaube ich, Jeremy's Next Topmodel auch nicht getan hat. Die Liana hat damals gesagt, ist auch unten in der Beschreibung verlinkt, dass sie damals in den Proben das extra alles beim Finale, als sie gesagt hat, sie wird nicht dabei sein, so gesagt hat, wie sie es hören wollten und dann in der finalen Show extra noch ein paar Sätze abgeändert hat, weil sie schon wusste, dass die Produktion es nicht zulassen wird, was sie... Richtig gut. Das fand ich von Liana so genial. Also mit den eigenen Waffen den TV-Sender geschlagen. Perfekt. Also genau so, wenn man schon sowas bei sowas mitmacht und merkt, okay, dann guck, dass es wenigstens irgendwie den eine Retourkutsche verpasst, ne? Eigentlich sagen wollte. Und das werden wir jetzt auch auf eine ganz widerliche Art und Weise jetzt sehen. Like a week before the show is about to tape. And we're calling from the Tyra show and I want to talk to you about your private interview with Tyra. Sure. We really think it's important that you talk about your childhood trauma. And I was like, I refuse to do it. Also eine Woche vorher, vor dem Interview, haben sie ihr dann nochmal gesagt, es wäre sinnvoll, es wäre wichtig, dass du über dein Trauma sprichst. Und sie hat wieder gesagt, nein. Okay. And we might not be able to do the segment. And I was like, so we can't talk about me on the show. We can't talk about Fashion Week this year or, you know, Make-up or anything. Ja, das hat die Leute halt nicht interessiert mit ihr. Genau, also Drama ist natürlich viel interessanter als Fashion Make-up, obwohl es eigentlich genau darum wirklich geht. Aber du wirst halt voll da reingedrängt und doch indirekt auch gezwungen, weil entweder du machst das oder bist halt raus, ne? Make-up oder Fashion zu reden, die wollten sie extra haben für dieses eine Thema. Ja. Und haben sich gedacht, alles andere ist egal, wir wollen das und wir kriegen das auch. No, we really think that you need to talk about your childhood trauma. And I was like, okay, well then cancel everything. You'll miss out on getting paid for that segment. Und dann wurde ihr halt quasi gesagt, dann ist ihr gesagt, canceln wir es, ich rede nicht über mein Kindheitstrauma. Und da wurde gesagt, gut, dann canceln wir alles und du wirst halt nicht dabei sein. Ja. Hat sie gesagt. Also das ist schon direkt Erpressung, oder? Wie seht ihr das? Also ich finde, das ist... klarer Fall von Erpressung. Entweder machst du es oder du bist raus. Gut. Ja, also ist sozusagen, halt so. Entweder du sprichst über dein Trauma oder du bist raus. Ja. Das ist basically die Aussage von denen gewesen. Boah, schon richtig mies, ne? Geht übrigens um die Tyra-Show jetzt. Die hatte sie ja auch noch, wo sie oft Models eingeladen hat. Wir werden da nicht über dein Kindheitstrauma sprechen. Wir versprechen sie, es wird nicht thematisiert. Genau. Wir reden über Fashion und Make-up und dann hat sie quasi zugesagt. And they tell me that my segment is gonna start in like an hour. So they're doing my makeup and then while I'm almost done with my makeup, I hear a PA talk to another PA like on their walkies and goes, put Corinne's dad in room, like whatever. Boah, I immediately freaked out because me hearing that made me so sad for Corinne because the one person that has hurt her the most in her life was her dad. Okay, also sie ist bei der Sendung. Hat gesagt, okay, dann komme ich zu der Sendung hin. Sie ist jetzt bei der Sendung, kriegt gerade Make-up. Ihr Part wird irgendwie in einer Stunde gedreht oder so. Und sie hört, wie ein Produzent zum anderen sagt, dass der Vater einer anderen Teilnehmerin, die auch da interviewt wird an dem Tag, irgendwo in einen bestimmten Raum gebracht werden soll. Und sie merkt dann halt, okay, die wollen dieser anderen Teilnehmerin auch einfach sehr wehtun. Also es geht auch einfach darum, alte Wunden aufzureißen, weil sie wusste, dass bei dieser alten Teilnehmerin, dieser anderen Teilnehmerin, der Vater sehr viel Schmerz im Leben verursacht hat. Es ist so bösartig. Ich habe ja auch immer diese amerikanischen Shows gesehen, wo ja auch wirklich so krasse Begegnungen waren, wo ich mir dachte, das kann man nicht machen. Jetzt, wo ich aber
ihre Aussage gehört habe, war das wahrscheinlich alles damals auch gar nicht wirklich gestellt. Die haben das wahrscheinlich auch einfach gemacht, mit diesen krassen Emotionen so zu spielen. Und ja, die spielen halt mit den ganzen Emotionen und das ist einfach nur respektlos den Leuten gegenüber. Hauptsache die Person ausschlachten und ohne Rücksicht auf Verluste geht absolut einfach gar nicht. Frage ich mich, es ist ja wie in einem Vertrag gesagt, eigentlich ein Vertragsbruch. And my segment is about to start and I see Corinne in the green room and I'm like, Corinne, they brought your dad here. And I'm trying to warn her. Like I'm seeing her over there in the green room and I'm seeing there's a teleprompter. They're lining me up to go in front of the live studio audience. I see a teleprompter and I see that they're like making sure that it's like moved away from me. I can tell they're like tilting it the other way. I'm looking at Corinne and she's talking to somebody in the green room at the same time. And I can see her rolling her eyes and thinking that I'm trying to like ruin her life. Like if I made that up and now she's like mad at me again. And then as soon they line me up and they're like, okay, count to three and you go out. The teleprompter, it starts highlighting and it goes, everyone, this is Lisa from Cycle 5 Top Model. Everyone knows her as being the fun, wild child, but what you don't know is that she was sexually molested her entire childhood. Boah, also allein jetzt da hört es wirklich komplett auf. Also allein so ein traumatisierendes Erlebnis wie ein sexueller Missbrauch da einfach mit reinzuziehen und einfach nur für die Show zu nutzen, also da fehlen mir jetzt komplett die Worte. Also da ist sogar GNTM noch ein bisschen harmloser. Also das geht absolut gar nicht. They pushed me out into a live studio audience. I remember feeling like an outer body experience. And I think I went into like fight or flight. And when I walked out onto set, I just remember like the audience was looking at me so crazy. I was devastated. I went to the front where Ty was just sitting there on her stupid couch and I grabbed the pillows and I start throwing them at her. I was throwing them at the audience, was telling everyone to f*** off. Ja, ganz ehrlich, ich wäre auch so ausgerastet, weil man irgendwie ein persönliches Erlebnis und ein schlimmes Trauma einfach da in die Öffentlichkeit setzen würde. Ja, ich wäre auch voll ausgerastet. Hat sie genau richtig gemacht, ganz ehrlich. Grabbing the cameras, like the ones that are between the aisles of a talk show, was grabbing me like, you guys, I went bananas. Das wurde nie ausgestrahlt. Also das ist doch insane, oder? Wie so ein Zootier, ne? Was, ja, du wirst einfach nur rausgeschuckt, so, wo ne? Alle dann drauf gucken können und sagen können, ah, oh, guck mal da, die wurde sexuell missbraucht. Krass. Das ist schlimmer als ein Tier im Zoo. Noch schlimmer irgendwie. Also es geht, boah. Da fehlt mir wirklich, also das ist so krass, das hätte ich echt nicht gedacht. Part 2 ist nochmal echt eine Runde krasser. Und dann ist sie halt ausgerastet, ja. Ja, zu Recht. Also wirklich, ich bin zu naiv, glaube ich, und bin auch nicht im Showbusiness drin, aber ich bin einfach nur entsetzt. Welche YouTuber behandeln denn strukturell ihre Gäste so? Keiner. Ja. Wie es viele Fernsehshows tun? Ja. Niemand. Wüsste ich keinen. Ich auch so, nicht. Also insofern, es ist Fernsehen. Es ist nicht Unterhaltung, weil Unterhaltung gibt es auf verschiedenen Plattformen und da passiert es eben nicht. Irate. I lost my mind. If there were chairs that I could actually like pick up and throw, I would have thrown them at the walls, not to hurt people. And then right. Also ich glaube halt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze mal abgesetzt wird auf GNTM. In Amerika weiß ich nicht, wie die Amis drauf sind, aber hier, ich glaube, jetzt hat Heidi es schon echt sehr, sehr schwer. Zu Recht. After that, they grabbed me and locked me in a closet. Und danach haben sie genommen und in quasi eine Umkleide. Wie ein Zootier, 1:1. Die Kabine. Gesperrt. Also ich muss sagen, es gibt noch viel mehr dort zu graben und zu finden. Ich habe wirklich gestern mal einfach den Tag verbracht, mich da zu informieren. Das war jetzt nicht mal irgendwie eine Woche Recherche, sonst hätte ich noch viel mehr gefunden. Ich glaube, man sollte das einfach alles abschaffen, nicht mehr schauen. Ja. Schaut Rezo und mich. Ja, genau. Schaut lieber Rezo und Gnu, schaut bei den beiden auf jeden Fall vorbei. Unglaublich coole YouTuber und auch Rezo, unglaublich cool in der Recherche. War ein interessantes Video, mich hat es schockiert. Sagt mal, wie es euch geht, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr so nett seid, lasst auch gerne ein Abo da oder ein Like. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch wunderschöne Tage bei gutem Wetter und bis denne, bis zum nächsten Video.